Münster ist ja auch eine Universitätsstadt, so ist jetzt nicht. Aber also, da müsste man sich mal tiefer mit beschäftigen, ohne jetzt da irgendwie große Vermutungen laut werden zu lassen. Aber es klingt erstmal scheiße, um ehrlich zu sein. So, und es stand ja auch, ich glaube, Leipzig, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall eine Stadt im Osten, stand auch zur Debatte dafür. Und ja, also es ist dann schwer verkäuflich zu sagen, ja, wir kümmern uns doch um Osten, aber wieder ein wichtiges Zuführungsnetz geht in den Westen. Ist nicht wirklich nachvollziehbar. Ja. Aber es geht. Zum Beispiel die DLG, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, die machen ganz, ganz viele verschiedene Projekte und die haben sich vor, ich glaube, 10 Jahren auf die Fahne geschrieben, so, wir sind zu sehr im Westen fokussiert, wir wollen jetzt auch im Osten expandieren und da auch viele Standorte haben. 10 Jahre später guckst du dir die Karte von den DLG-Standorten an und es ist gut verteilt über alles und sie werden auch noch mehr investieren in den Osten. Also es ist durchaus möglich, aber der Fokus war halt bisher nicht da und das liegt natürlich auch daran, dass viele Personen in der Bundespolitik halt auch Westdeutsche sind. Also du meinst, der Weg ist schon so ein bisschen bereitet, aber es braucht auch einfach noch ein bisschen Zeit, um das vielleicht langfristig noch so ein bisschen gerechter nachher zu gestalten. Nee, es braucht Mumm. Ja, es braucht Leute, die sagen, komm, machen wir jetzt. Weil letzten Endes ist es halt auch, dass viele Politiker natürlich gerne irgendwie was in ihren Wahlkreis holen wollen, weil sie dann halt auch der Bevölkerung zeigen können, hier, ich mache was für den Wahlkreis und so weiter. Und du hast natürlich mehr westdeutsche Politiker als ostdeutsche, weil einfach die Anzahl der Menschen halt unterschiedlich ist. Aber es braucht immer auch westdeutsche Politiker, die sagen, nö, das kommt jetzt nicht nach Münster, sondern halt nach Leipzig oder so. Oder nach Halle. Und der Mumm fehlt mir. Und da wird dann häufig gesagt, so, ja, ach, jetzt beschweren sich die Ostdeutschen noch, dass sie noch irgendwelche Bundesministerien haben wollen. Ja, aber ist es gerechtfertigt oder ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit? Ja, so, ne? Also das... Ja. Deswegen finde ich, es fehlt einfach nur der Mumm, das einfach mal zu machen. Und die Mittel wären dafür da. Also gehen würde es. Okay, dann würden wir jetzt hier nochmal so einen kleinen Break machen. Und zwar würden wir gleich so ein bisschen darüber sprechen, was auch Kinder über Politik im Prinzip lernen können. Also im Endeffekt ist das ja ein super großes Feld in ganz verschiedene Richtungen. Und für viele Kinder sagt man immer nicht verständlich. Also im Endeffekt kann man ja auch alles runterbrechen auf ein bestimmtes Niveau, wo es auch Kinder verstehen. So, wenn man jetzt sich mit Kindern zusammensetzt und mit denen beispielhaft eine Wahl durchspielt zum Beispiel, würden die das ja einfach auch verstehen, wie es funktioniert, das grundlegende Prinzip. Wenn du jetzt mal so überlegst, einfach so auf die Politik insgesamt, man sagt ja immer, das ist alles zu langsam und dauert alles viel zu lange. Was glaubst du, was Kinder auch schon über Politik lernen oder verstehen könnten? Dass es einfach normal ist vielleicht auch, dass politische Prozesse lange dauern, dass da Kontroversität immer von allen Seiten, also verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Also so für die Kinder ist es ja erstmal so ein bisschen nicht greifbar, weil es Situationen sind, die sie auch nicht so kennen. Also das ist alles harmonisch und kein Streit. Politik ist ja immer, die Parteien kämpfen gegeneinander. Also viel ja auch, wenn man so sieht, was da auch in Talksendungen im Prinzip teilweise so ausgeteilt wird. Was glaubst du, was ist für Kinder, was bedeutet für die oder was könnte man denen über Politik vermitteln, dass die, also so der Grundkern? Also ich weiß nicht, ob ich die ideale Person bin, um das zu sagen, weil ich bin zwar Politiker, aber ich bin kein Pädagoge und ich habe auch keine eigenen Kinder. Ich habe zwar einen Neffen, der jetzt 9 ist, nee, 8, wird bald 9. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich es 100% richtig sagen kann. Aber ich habe mich trotzdem mit der Frage natürlich beschäftigt, weil auf der einen Seite, es gibt schon demokratische Kindergärten, wo die Kinder mitentscheiden dürfen, im Kindergartenalter, also wirklich richtig jung. Die entscheiden dann natürlich für sie relevante Fragen, wie zum Beispiel, wann wollen wir Pausenzeiten machen, wann wollen wir Schlafenzeiten machen, was wollen wir essen und so weiter. Ne? Und die schicken dann auch Leute aus den Gruppen, machen die auch so ein Delegiertensystem, wo sie dann ältere Kinder, also man muss, glaube ich, weiß nicht, 5 oder so sein, damit man delegiert werden kann. Und dann wird man zu so einer Versammlung und da wird das entschieden. Keine Ahnung, also ich kenne das ganze Konzept nicht, aber das funktioniert. Das heißt, ich glaube, was wichtig ist, ist frühzeitig erstmal zu zeigen, wie überhaupt Politik funktioniert, was das überhaupt bedeutet. Weil das Besondere an Demokratie und warum das so lange dauert,
ist ja nicht, weil wir sagen, ach, wir haben jetzt hier die Zeit für uns gepachtet und wir können da ewig drüber diskutieren, sondern weil wir ja versuchen, ein nicht mega viel zu streiten, sondern eigentlich einen Kompromiss zu finden. Das ist ja eigentlich der Sinn von Demokratie. Wir nehmen alle Ideen, die wir haben, schmeißen die in einen Topf und am Ende kommt ein Kompromiss raus, der die beste Lösung für alle darstellt. Und das muss man, glaube ich, Kindern frühzeitig schon auch beibringen, damit alle verstehen, warum das so lange dauert. Weil wir halt eben versuchen, was Neues zu schaffen, was halt gut ist für alle. Also ne, ja. Das ist, glaube ich, das Erste, was man begreifen muss. Dann auch, dass jeder und jede sich daran beteiligen kann und es auch beeinflussen kann. Also dazu gehört dann aber auch, dass man auch sehen muss, dass seine Entscheidung auch Auswirkungen hat. Wenn ich mich hinsetze und mit den Kindern bespreche, wann wollt ihr essen oder was wollt ihr essen, Fischstäbchen oder Grünkohl, und dann melden sich alle für Grünkohl und am Ende gibt es trotzdem Fischstäbchen, dann bringt das Ganze nichts. So, ne? Also das heißt, Entscheidungen müssen auch Konsequenzen haben. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, und das ist so eine Aufgabe für uns Politiker, ist es, einfacher zu sprechen und die Kinder auch mitzunehmen und Jugendliche. Deswegen gefällt mir zum Beispiel dieser Podcast von, oder dieses Interviewformat von Thilo Jung sehr gut, Jung und Naiv, wo er ja von Anfang an gesagt hat, wenn du ein Fremdwort benutzt, musst du es übersetzen, also in einfache Sprache. Also erkläre immer, was das bedeutet. Und das versuche ich mir auch anzugewöhnen, immer Fremdwörter sind gut, weil man sie benutzen kann und dann schneller reden kann, also mit Fachpublikum halt einfacher reden kann. Aber für die normalen Menschen, die sich nicht 8 Stunden am Tag mit, was weiß ich, mit einem speziellen Detailthema beschäftigen, wie zum Beispiel der Rahmenrichtlinie zur Verordnung XY, für die muss ich das dann runterbrechen und erklären. Und das ist auch eine Fähigkeit, die jeder Politiker mitbringen muss und jede Politikerin. Also ich glaube, was wir Kindern zeigen müssen, ist einfach, dass sie mitbestimmen können, warum manchmal Sachen länger dauern, weil man sich halt ein bisschen streitet. Dass aber im Streit es immer um die Sache gehen muss. Niemals um Persönlichkeiten, sondern immer um den inhaltlichen Gegenstand. Und auch, um ehrlich zu sein, dass diese Talkshows nicht repräsentativ sind für die Politik. Weil gerade im Europäischen Parlament, wo wir keinen Fraktionszwang haben, beziehungsweise keinen Koalitionszwang, wir haben ja keine, wir bilden keine Regierungskoalition, die auf einen Vertrag schaut und den dann durchsetzen muss, sondern wir reden sehr, sehr viel miteinander. Wir arbeiten über Fraktionsgrenzen weg, weil keine Fraktion die Mehrheit hat, weil es auch keine 2 Fraktionen gibt, die Mehrheit hat. Und selbst wenn sich 3 Fraktionen zusammenschließen, die EVP, die Renew und die S&D, selbst dann sind sie nicht immer, weil einzelne Mitglieder nicht immer so abstimmen, wie der Fraktionsverband das will, sind sie nicht immer entscheidungsstark. Und deswegen arbeiten wir mit ganz vielen Leuten zusammen und springen ganz viele Ideen mit rein. Und das gefällt mir sehr gut. Und das muss man, glaube ich, Jugendlichen mehr zeigen, dass das Politik ist. Also würdest du auch sagen, dass auf der EU-Ebene man eher noch mehr zusammenarbeitet vielleicht als auf Bundesebene? Ja, viel mehr. Wir haben auf Bundesebene das Problem, dass wir können auch auf Landesebene, da gibt es Koalitionsverträge, die werden im Vorhinein ausgehandelt und das ist ein Kuhhandel. Ne? Also da sagt man, na gut, ihr kriegt das, dafür kriegen wir das. Und da ist es auch egal, welche Mehrheit es im Parlament dafür gibt. Das wird dann halt wegen Fraktionszwang, müssen die das dann durchsetzen. Ja. Beispiel, weil es ja auch zu dem Thema passt, das Wahlalter 16. Wir haben ja aktuell 4 Parteien im Landtag. Das ist die AfD, die Linke, die CDU und die SPD. CDU und die SPD sind in einer Fraktion, in einer Koalition. Und die haben im Koalitionsvertrag ausgemacht, dass sie nicht das Wahlgesetz ändern wollen, auf Wahlalter 16, einen anderen Weg gewählt, aber der ist jetzt nicht zustande gekommen, weil man dafür eine Grundgesetzgeänderung braucht hätte und dafür die Linke, sondern wie auch sei. Sie könnten, oder die Linke und die SPD sind beide für die Grundgesetzänderung, sind beide für das Wahlalter 16, aber sie haben auch eine Mehrheit, eine rechnerische, im Parlament. Das heißt, die Mehrheit der Personen, die vertreten sind, der Bevölkerung, sind für das Wahlalter 16. Aber weil im Koalitionsvertrag die CDU hat reinschreiben lassen, nein, wir machen das nicht so, kann man das jetzt gar nicht anfassen. Wird das nicht gemacht. Ja. Die SPD hält sich deswegen zurück, entscheidet das nicht, obwohl sie theoretisch eine Mehrheit hätte. Das haben wir bei vielen Sachen, im Bundestag auch beim Thema Cannabis-Erlaubnis, da gibt es auch eine rechnerische Mehrheit, weil die SPD
eher dafür ist. Gut, müssen wir in die Diskussion noch mehr einsteigen, aber sie halten sich an den Koalitionsvertrag. Und das ist dann immer wieder ärgerlich, weil es dafür sorgt, dass halt Sachen, die eigentlich Konsens der Gesellschaft sind, nicht durchgesetzt werden. Das kann im Europaparlament nicht so einfach passieren, weil wir uns immer wechselnde Mehrheiten suchen. Wir suchen immer, okay, ihr seid, die FDP ist bei der Legalisierung von Cannabis mit dabei, die nehmen wir dafür mit ins Boot. Oder bei der Gemeinnützigkeit von Vereinen auf europäischer Ebene nehmen wir die FDP und die Liberalen mit ins Boot. Die EVP ist beim sozialen Jahr mit dabei, dann nehmen wir die halt damit ans Boot, ist die FDP vielleicht nicht dabei oder so. Ne? Wir suchen uns immer wechselnde Mehrheiten. Und die besten Ideen kommen dann durch. Und ist jetzt vielleicht schwer zu sagen, aber warum meinst du, dass es in der Europaebene so gut funktioniert, dass man sich immer mal verschiedene Mehrheiten sucht, aber auf Bundes- und Landesebene nicht? Meinst du, da gibt es irgendwie einen Grund für? Also so, oder kann man das irgendwie erklären? Dass es wird häufig mit dem Stabilitätsding erklärt. Es ist so, dass du natürlich immer einen Haushalt durchbringen musst, jedes Jahr aufs Neue. Und also wo halt das Geld verteilt wird. Und das ist schon auch sehr wichtig, dass das stabil funktioniert, weil halt du ja Ausgaben hast. Wenn du es nicht machen würdest, man kennt das vielleicht mal aus Amerika, da ist manchmal das, gibt es diesen Shutdown. Wenn die sich nicht auf ein Budget einigen können, dann werden alle Behörden zugemacht und dann verdienen die Leute auch kein Geld mehr. Also die Leute, die da arbeiten, wer auch immer, von Polizisten, Lehrer, Regierungsbeamte, Regierungsbeamte einfach, die kriegen kein Geld. Und das kann natürlich auch nicht sein. Das will man nicht. Und deswegen wird da mit diesem Argument der Stabilität gegeben. Aber das finde ich ein bisschen Quatsch, weil man kann auch in so einer Situation Kompromisse finden. Aber es ist auf Europa, auf Bundesebene und Landesebene schon noch was anderes als auf Europaebene, weil wir haben ein anderes Budgetverfahren auf der einen Seite. Wir haben einen grundsätzlichen Finanzrahmen, der für 7 Jahre festgelegt wird. Und dann müssen wir nur noch das Budget für 1 Jahr nochmal konkretisieren. Und wir haben eine andere Regierung. Die Regierung besteht ja die Kommission quasi auf Europaebene. Und da gibt es immer einen Vorschlag vom Rat. Das ist so, als wenn der Bundesrat, wo die Bundesländer zusammen sind, uns vorschlagen würde, wer Kanzlerin wird und wer die Minister werden. Und das, so läuft das im Europäischen Parlament. Das ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll, weil ich glaube, dass der Rat eher als Kontrollgremium, aber nicht als Initiativgremium sehen sollte. Also sie sollten nicht die Macht haben, Sachen vorschlagen, sondern nur zu kontrollieren. Aber wie dem auch sei, dadurch, dass das so ist, ist es für uns als Parlament einfacher zusammenzuarbeiten, weil wir halt nicht irgendwie unbedingt unsere Minister durchbringen müssen, sondern wir kontrollieren die nur. Uns werden welche vorgeschlagen, wir kontrollieren die. Und das macht es dann leichter, thematisch zusammenzuarbeiten. Weil wir halt keinen Koalitionsvertrag schließen, wo niemand Kröten schlucken muss, sondern jeder kann immer für das einstehen, was er will. Okay, ich kann nicht Kompromisse schließen. Aber die kann ich von Fall zu Fall neu verhandeln und ich muss mich nicht, ich habe vor 5 Jahren jetzt das versprochen, jetzt muss ich mich dran halten. Jetzt mit der Wahlalter 16-Geschichte, das haben die jetzt vor 3 Jahren haben die das beschlossen und die SPD beißt sich in, wenn sie es nicht durchgekriegt haben. Den anderen Weg, die sich da vorgestellt haben und können sie jetzt nicht mehr verändern. Und das ist, finde ich, hinderlich für Demokratie. Und insgesamt ist ja bei der letzten EU-Wahl die Wahlbeteiligung gestiegen. Also man hat schon gemerkt, dass sich mehr Leute beteiligt haben. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass man auch mit dem Brexit sieht oder auch die rechtsnationalen Parteien, die ja auch gegen Europa viel argumentieren, also dass es da auch Widerstand gibt. Wenn man jetzt, also Demokratie beinhaltet ja auch übergreifende Werte wie Gleichberechtigung, Toleranz, Gewaltfreiheit. Meinst du, wenn man sowas, also du hast ja schon gesagt, du bist ja jetzt nicht so der Experte für, aber wäre das nicht vielleicht eine Idee, dass man einfach demokratische Bildung schon ab der Kita und vielleicht schon als in der Grundschule irgendwie stärker in den Unterricht auch mit einbindet? Weil im Prinzip das ja das menschliche Zusammenleben also stark beeinflusst und ja auch also so das Leben untereinander im Prinzip positiv beeinflussen würde. Auf jeden Fall. Also wir haben letztens erst eine Studie vorgestellt bekommen, die ich mir näher angeguckt habe, wo es um Jugend und Bildung geht. In Europa ganz grundsätzlich. Und es ist so, dass man feststellen kann, dass frühkindliche Erziehung und frühkindliches Lernen die meisten Auswirkungen hat auf das weitere Leben. Es gibt ja auch den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und genauso ist es. Ne? Also je früher du den Kindern solche Sachen schon beibringst, deswegen finde ich solche Projekte wie halt den demokratischen Kindergarten so wichtig. Das sind
wir wollen doch auch eine Gesellschaft, wo nicht nur die Kinder lesen und schreiben können und alles von Tag für Tag und wissen, wie sie Hausaufgabenheft verdienen, sind, dass sie auch mal ein bisschen philosophieren können, ja, ein bisschen frei denken, ein bisschen politisch agieren können, als Gesellschaft und als Individuen sich verstehen. Und auch so mit anderen Meinungen im Prinzip auch umzugehen, dass man nicht nur seine eigene Meinung, sondern auch die der anderen. Und genau. Das und dass man auch halt lernt, dass es halt andere Menschen gibt, die anders aussehen, die anders sprechen, die anders denken, die anders fühlen, dass es aber vollkommen okay ist. Mhm. Und dass man trotzdem mit denen gut klarkommen kann. Mhm. Und ja, das sind viele Sachen, die wir unbedingt in die frühkindliche Erziehung viel mehr einbringen müssen. Also jetzt nicht, es gibt ja auch so Tendenzen, dass dann irgendwie im Kindergarten schon 3 Sprachen gelernt werden und die Kinder mit 4 schon Wurzeln ziehen müssen oder so. Das finde ich eher Quatsch. Mhm. Nein, aber in die Richtung, wie wir miteinander als Gesellschaft umgehen, wie wir miteinander leben, das sind genau Sachen, die man, glaube ich, in der frühkindlichen Erziehung sehr, sehr gut machen kann. Mhm. Wo wir aber auch sagen müssen, als Gesellschaft wollen wir da eine Priorität drauf legen und das heißt im letzten Endes immer Geld und wollen wir da Geld reinstecken. Mhm. Und da ist bisher, wie das halt häufig so ist, leider die Tendenz zu beobachten, dass wir weniger Geld, also jetzt von politischer Seite, in soziale Sachen stecken, die halt dafür sorgen, dass wir uns besser um Kinder kümmern, um alte Menschen kümmern, um kranke Menschen kümmern und so weiter, weil wir dafür einfach nicht bereit sind, das Geld zu zahlen. Und das finde ich schade und das würde ich sehr gerne ändern. Also meinst du vielleicht auch, dass da die Prioritäten gerade so ein bisschen anders sind, weil im Grunde genommen, um das durchzusetzen, bräuchte man ja dann auch genug Lehrer, wo jetzt ja viele Stellen irgendwie nicht besetzt sind. Und gerade wo du jetzt auch kranke Leute ansprichst, irgendwie Pflege ist ja auch gerade ziemlich unterbesetzt. Also ist das wahrscheinlich das, was jetzt gerade so die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht und so. Andere Projekte werden dann wahrscheinlich eher in Zukunft angegangen, wenn da vielleicht nochmal eine Öffentlichkeit für irgendwie auch eintritt oder irgendwie abzusehen ist, dass da eine Mehrheit irgendwie sich für einsetzen würde, dass es vielleicht gefördert wird oder unterstützt wird. In der Regel ist es ja schon so, dass du halt ein mediales Aufmerksamkeit für Probleme brauchst, damit sich überhaupt eine Mehrheit dafür interessiert. So wie mit Fridays for Future oder ähnlichem. Genau, oder halt auch mit diesem Pflegenotstand etc. Ja? Mhm. Aber dass halt manche Sachen, manche Themen einfach keine Durchdringung erfahren in der Gesellschaft und deswegen, obwohl sie super wichtig sind, sie einfach nicht angegangen werden. Mhm. Aber mal als Beispiel mit den Lehrerstellen oder mit den Pflegekräften ist es halt auch so, dass wenn wir mehr Pflegekräfte haben wollen, wird das noch lange dauern, weil die Leute müssen ausgebildet werden. Aber wir müssen auch diesen Beruf so attraktiv machen, dass überhaupt Leute ausgebildet werden wollen. Mhm. Also, wenig Geld für viel Arbeit und richtig harte Arbeit und dann auch noch gestresst durch die Zimmer hetzen, weil man keine Zeit hat, obwohl das Wichtigste für Leute, die gepflegt werden müssen, Zeit ist und nicht möglichst viel, möglichst schnell. Mhm. Dann darf man sich da nicht wundern. Und bei den Lehrern hier in Mecklenburg-Vorpommern, das ist auch ein Irrsinn. Wir haben nicht genug Lehrer. Mhm. Wir brauchen mehr Leute. Aber diejenigen Studierenden, die sich jetzt auf Referendariatsplätze bewerben, finden keinen Referendariatsplatz, weil du für jeden Referendariatsplatz einen Lehrer brauchst, den wir nicht haben. Ja. Und so, da beißt sich irgendwann die Katze in den Schwanz und dann muss halt auch irgendwie eine Lösung her, dass das sinnvoller wird, dass die Leute hier auch ihr Referendariat machen können und dann auch, wie gesagt, dann auch hier die Möglichkeit haben, eine Schule zu betreuen oder halt Lehrer an der Schule zu werden oder Lehrerin an der Schule zu werden, die auf dem Land ist, was auch attraktiv für einen sein muss, weil man da dann auch Kinder zum Kita bringen kann oder da halt auch ohne Auto wegkommt oder auch da Internet und so weiter. Ne? Mhm. Also das fasst alles zusammen und wir brauchen einen guten Lösungsansatz, der halt viele Sachen auf einmal abdeckt. Mhm. Und nicht immer nur einzelne Projekte in den Fokus stellt. Genau, sondern dass man ganzheitlich im Prinzip das auch anguckt und dass dann nicht nur der Lehrer da einen Job findet, sondern vielleicht auch die Frau oder andersrum, dass man im Prinzip alles zusammen unterbringt. Genau. Ja. Dann hätte ich noch eine letzte persönliche Frage.